Wenn dann alles fertig ist, kriegen wir dann diese Stücke. Das heißt, man schneidet es aus und dann haben wir diese kleinen Plättchen, die dann hier nachher dazwischen reinkommen, zwischen Holz, Holz, Holz und Horn und so weiter. Und so am Rentierhorn haben wir hier wieder unsere Segmente mit der Anzahl der jeweiligen genaues Maß und Übermaß. Und anhand dieser Zeichnung, das heißt Ansicht und Schnitt, schauen wir jetzt, wie wir möglichst effizient diese Stücke hier aus diesem Stück Rentierhorn rausbekommen. Dazu schneide ich jetzt diese einzelnen Teile aus und positioniere sie auf dem Rentierhorn. Planschleifen, damit sie alle absolut eben sind und gleich stark sind. Dazu verwende ich hier dieses Brett, auf das ich jetzt ein Stück Klebeband drauf mache, und auf dieses Klebeband klebe ich dann die einzelnen Scheiben, damit ich bei einer Stärke von 2 mm bei den Rentierhornscheiben mir nicht die Finger wegschleife am Bandschleifer. Übrigens eines der gefährlichsten Geräte überhaupt, kann ich nur davor warnen. Kein Spaß, wenn man mit dem Finger da reinkommt. So, ich habe jetzt hier auf diesem Brett das Klebeband. Auf dieses Klebeband klebe ich jetzt diese Rentierhornscheiben. Eins, ich versuche, dass ich alle fünf drauf kriege. Drei, und so kann ich das jetzt sehr bequem auf dem Bandschleifer hin und her bewegen. Also man sieht, wir haben jetzt hier alle einzelnen Teile fertig geschliffen. Das heißt, die Stärke stimmt. Es stimmt die Winkel jeweils vom Holz und vom Horn. Die Endausarbeitung hier vor allem am Endstück geschieht dann erst am fertigen Griff bzw. am komplett verklebten Messer. Als nächstes muss festgelegt werden, wo die Klinge sitzt. Die Klinge muss perfekt und exakt im Griff angezeichnet werden, damit der Griff nachher vom Winkel im Verhältnis zur Klinge stimmt. Wir haben jetzt hier die exakte Zeichnung und haben die Klinge markiert. Ich messe jetzt jeweils von außen nach innen und kann dann die genaue Position der Klinge im Stück ausmachen. Das bedeutet, ich halte mein Stück hier hin, markiere die Lage der Klingenangel und bohre dann hier entsprechend auf.
Klinge, beziehungsweise die Klingenangel, hat zu Beginn 3,5 mm Stärke und zum Schluss sind es 2,5 mm Stärke. Das heißt, wir bohren jetzt die jeweiligen Stücke mit der jeweiligen Stärke ganz normal durch. Das heißt, wir nehmen 3,5 mm Bohrer und einen 2,5 mm Bohrer und bohren das Stück für Stück durch. Ausgelassen wird das Endstück, damit befassen wir uns nachher noch. Ich verwende übrigens einen Holzbohrer, weil der mit seiner Spitze sehr präzise ins Material eingreift. Diese einzelnen Löcher, die wir hier jetzt haben, durchbreche ich mit einer kleinen Schlüsselfeile. Je nach Möglichkeit benutze ich dann die jeweils stärkere Feile, damit ich dann zum Schluss den Querschnitt der Messerangel rausbekomme. Das klappt mit dem Hauen sehr gut, mit dem Holz ist es ein bisschen schwerer. Es geht auch ein Dremel. Der Dremel hat nur das Problem, dass es sehr unsauber arbeitet, weil es hier tatsächlich auf die größte Genauigkeit drauf ankommt, es sei denn, man macht das Loch sehr viel zu groß und füllt es mit Kleb aus, was für mich jetzt, ja, oder was meinem Anspruch nicht wirklich gerecht wird. Man sieht, es geht hier relativ gut. Wenn es durchbrochen ist, kann ich hier jetzt zum Beispiel auch eine flachere nehmen und den Querschnitt damit vergrößern und ebnen, schlichten, sag mal auch. Und habe hier dann bald eine akzeptable Öffnung, eine Durchdringung. Und versuche jetzt mal, ob ich das durch die Messerklinge kriege. Ja, das klappt und es sitzt an dieser Stelle, wo es hin soll, Nummer 5. Wird nachher ungefähr hier sein und es sitzt.